Hi, hi und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Mario & Luigi zusammen durch die Zeit. Und wir machen weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Wir sind jetzt noch im Sternschrein. Und jetzt erstmal unsere Kollegen hier heilen. Ich hoffe, das war auch ein Sternschrein, ne? Genau. Mario hat den Zutritt zum Sternschrein erlangt. Der Koboldstern ist direkt vor deiner Nase. Besuche nun den Schrein. Okay. Okay. Jetzt heißt es wieder fighten. Aua. So. Machen wir einen schönen Trampolin. Ah, scheiße, komplett verkackt gerade. Ja, machen wir es nochmal. So, okay. Und Mario Level 26. Sehr gut. Und Luigi Boy. Oh. Ah, schade. Egal. Schade. Kopierblumen. Ultrapilze. Oh, das Gebiet ist doch nicht so groß, ich dachte. Echt fest für die Pupillen. Ich glaube, das ist ein Koboldstern, spielt da. Lol. Konnte. Damit hätten wir dann bereits vier Splitter, nicht wahr? Wir müssen ihn bergen. Ich guck jetzt erstmal hier oben. Achso, hier sind Schlüssel benötigt, okay. Ja, gut. Was die Koboldsternsplitter Nummer 4. Vorsicht! Todbert und... Vielen Dank, dass Sie sich für die Lakito-Reise entschieden haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Junge, Junge, ich habe einen Stein auf der Suche nach euch umgedreht. Jeden Stein. Sperrt die Lausche auf und hört euch das an. Es hat mal ausnahmsweise nichts mit Schlagzeilen zu tun. Passt auf, ich bin auf etwas gestoßen, das noch größer ist, als groß ist. Es begann, als ich aus dem Mutterschiff stürzte, während es über Yoshi's Island flog. Und nicht beträgt auf Todbärts getupften Decke gelandet. Yep, karamp. Direkt auf die Rübe ist sie auf mir gesprungen. Und dann geschah es, und zwar alles, mein Gedächtnis kam zurück. Ich hielt dies bei mir verborgen, es ist ein Koboldsternsplitter. Yep, es ist einer dieser Koboldsternsplitter, nach denen ihr gesucht habt. Lol. Wenn ihr alle Koboldsternsplitter findet, werdet ihr das Königreich retten. Das ist es doch, was ihr alle glaubt, oder? Aber. Selbst wenn ihr den Koboldstern wiederherstellt, den Schwupps zu besiegen, wird dennoch unmöglich sein. Du hast doch vor, alle Splitter zu vereinen, nicht wahr, Schnauzbert? Nein, tu es nicht! Nein!
warte! Kovacs, dann versucht mit uns in Kontakt zu treten. Selbstverständlich bin ich Prokometis zu übersetzen, die infizieren. Voraus, voraus, etwas voraus. Eine starke Macht winkt. Schnell, schnell! Lol. Wahrscheinlich erst befinden wir uns auf der richtigen Fahrt. Zurück zum Abenteuer. Let's go! Okay. So. Hier sind ein paar Gegner. Ah, fuck. So, schmeißen wir nochmal ein Trampolin rein. Der ist schon mal down. Jawohl. Sehr gut. Oh, warte. Ah, scheiße. Ah, na gut. Ich wollte die ausblenden, aber leider nichts gebracht. Okay. Ja, dann machen wir das nochmal. Und dann sollten die doch down sein, denke ich mal. Jawohl. Zumindest haben wir ein Trampolin zurückbekommen. Das ist doch super. Okay. Haben wir hier rechts noch irgendwas? Ja, ein Block. Mit Taschenwaus. Okay. So, jetzt müssen wir hier erstmal hier. Oh Gott, das ist ja ein richtiges Labyrinth hier. Oder? Naja, okay. Ah, fuck. Ja, komm, machen wir den gleich nochmal. Ist jetzt halt unlucky, aber mein Gott. So, hier waren wir noch nicht. Sind wir hier richtig? Ist das jetzt hier nur Secret oder ist das halt, ups. Wir haben eine Bohne. Ja gut, wir haben hier einen Schalter.
Aber ich glaube, das läuft darauf hinaus, dass wir mehrere Schalter hier drücken müssen. Also war es jetzt hier nicht allzu schlecht, dass sie hier gemacht haben. Pass auf, dann gehen wir nochmal runter. So. Gehen wir mal hier. Müssen wir hier lang. Ach, guck mal. Es war nur, was ist denn ein Notpaket? Oh, denn... Jetzt beliefere ich Angriffs-Items ein, wenn weniger als ein Viertel KP. Naja, gut. Schauen wir uns später mal an, denke ich mal. Oh. Warte mal, da müssen wir mit... Ups. Sollen wir mal so rüberfliegen? Haben wir da eine Röhre? Röhre wäre jetzt nicht schlecht. Da ist so ein Safe Point, denke ich mal, oder? Ich will jetzt hier aber noch nicht triggern. Ja. So. Aha, zwei Kobaltsternsplitter auf einmal. Ist es denn zu fassen, dass Torbert die ganze Zeit über einen bei sich hatte? Wie auch immer. Vorwärts und finde sie. So, dann wollen wir jetzt erstmal kurz hier mit den Typen hier noch fighten. Oh. Scheiße. Mann. Was ist denn das? Er macht gerade nicht das, was ich will. Das ist gerade sehr nervig. So. Müssen wir etwas machen? Pass auf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Na, boah, Alter. Wärst du jetzt nochmal runtergesprungen, hätte ich aber ausgemacht hier. So. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal nach dem Block suchen. Jawohl. Nein! Ach! Dieser... Dummes Stick, Alter. Ah, man sieht es. Na gut, jetzt haben wir zwei getötet, aber irgendwie bin ich nicht darüber. Definitiv mal Trampoline holen. So. Sehr gut. Hier haben wir alles.
Können wir gleich nochmal speichern eigentlich. Safe kommt hier gleich ein Boss. Also... Safe. Roter Pfeffer, zweimal Frischwurzen. Eisblumen. Ja, also wirklich, wenn das nicht offensichtlich ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn noch hier was? Nö. Ah! Monster. Gefahr. Der Kobaltstern. Mario, meine Zeichnung. Die Zeichnung, die ich angefertigt habe. Die Antwort liegt darin, die versteckte Antwort. Reibt an der Zeichnung, der Schmutzfleck, reibt ihn weg. Okay. Alles schön sauber hier. Mario, was du dort siehst, ist... Wow. Let's go. Schön Kanonebläse. Ein großer Schrubbelt. X, A, Y, B. Ah, okay. Alter, was? Na gut. Probieren wir mal den Eisblumen. Ui. Ah, jetzt könnten wir... Kanonenbläse einsetzen. Aber warum? Macht doch mehr Damage hier. Ja, wie man das ausweichen soll, das... Alter, was? Kannst du doch keiner erzählen hier. Hier, einmal Looch Boy. Na, die normalen reichen eigentlich auch. Lol. Was war denn das? Okay, kriegen wir nicht drüber. Thank you.
Ja gut. Gut, na gut, dann machen wir es halt nochmal. Also langsam rastet er aber aus. Probiert mal jetzt mit einem Kanonengebläse. X, A, B, Y. Oh. Okay, ist. Okay. Der ist down, ne? Oh. Okay, 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 okay. Ja, moin. Komm, haben wir einen roten Panzer hinterher. Schön. So, ja, dann kommt noch ein Kanonengebläse. Und gleich nochmal. Ich finde es ein interessanter Detail, dass der UFO da oben weggeht, wenn wir uns einen Sprung machen. Scheiße, verkackt. So, dann machen wir das nochmal. Ah, die letzte Kanone, die habe ich leider verkackt. So. Jawohl. Ja, das ist ordentlich, was wir wieder zurückbekommen haben. Sehr gut. Du hast den Kobalt-Sternensplitter Nummer 5. Das ist der Splitter, der sich in Torkperts Besitz befand, wenn ich mich nicht irre. Ich nehme an, das Monster griff sie an, um an den Splitter zu gelangen. Armer Torkpert, arme Kylie. Welch ein Drama. Es gibt nichts, was wir jetzt noch für sie tun können, oder? Wo ist der Rest des Kobaltsterns nun hin? Oh, welche Freude, was für eine Erleichterung zu sehen, dass er unversehrt zurückkehrt. Die Anzahl der Kobalt-Steinsplitter in unserem Besitz lautet 5. Laut meinen Kalkulatoren sollten wir nun Zutritt zum Pilzpalast erhalten. Zurück zum Abenteuer. Wenn wir Prinzessin Peach retten und die Schwups besiegen, können wir vielleicht auch diese beiden ritualifizieren. Stimmt, jetzt sind wir ja fertig. Alles klar. Gut. Ab nach Hause. Ach, oh lol. Ah, siehst du, jetzt wissen wir, wofür der Raum hier gut ist. Ah. Siehst du an. Ja, siehst du.
Haben wir ja doch soweit erstmal alle gelöst. Kleinigkeiten müssen wir jetzt noch ein paar machen. Siehst du. Wenn wir jetzt erstmal hier kurz mit Git quatschen. Ja, moin. Hi. So, jetzt. Sion, endlich wieder bei uns. Ihr habt schon einige der Kobold-Sternsplitter gefunden, nicht wahr, Jungs? Ihr habt schon insgesamt 5 Kobold-Sternsplitter. Es wird nur noch einer. Professor, wir haben neue Daten über den Kobold-Stern. Es scheint, als hätte er die Macht, die Barriere zu durchbrechen, die den Palast der Vergangenheit umgibt. Wie bist du denn zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Ich meine, solange du diese Information nicht vom Kobold-Stern selbst erhalten hast. Das habe ich. Der Geist des Sterns hat sich für uns materialifiziert und gab uns diese Information. Verstehe, nur wenn dies dir halt aus dem Mund des Sterns kommt, könnte es wohl stimmen. Das Ende ist in Sicht, Leute. Wir hoffen für euch nur das Beste, bis ihr sicher wieder hier bei uns sein werdet. Der Zeitstrudel zum Palast der Vergangenheit befindet sich im 2. Stockwerk, Leute. Haltet euch von Ärger fern. Obwohl, da steht jetzt wohl auch keine Option mehr da. Jawohl. So, jetzt werden wir jetzt kurz mal zum LAN vorbeischauen. Ja, werden wir, denke ich mal, ein paar geile Items holen können, oder? Roter Panzer. Trampolin. Warte mal. Bevor wir hier unten Kram hier noch kaufen. Verteidigung halt. In Verteidigung sind. Was haben wir denn hier? Halte den Heimel, der im Kampf eingesetzt ist, zurück. Füllt viele KP auf. Richtet sich eine Anzahl als sieht der Treffer. Füllt jede Runde viele KP auf. Ist eigentlich nicht not bad, ne? Hier viele KP auf. Ja, noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Wie viele von haben wir jetzt im Besitz? Okay. So. Ist ja mal ganz geil. Was kann man denn davon verkaufen hier? Das soll erstmal so wie das. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit. Wieder. Endlich, Mario hat alle 5 Kobold-Sterne-Splitter gefunden. Nun kannst du den Pilzpalast der Vergangenheit zum 2. Stock des Palastes. Was? Vom 2. Stock des Palastes der Gegenwart besuchen. Rette den verschrupfizierten Torbert und Kylia. Genau, das machen wir am nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht euch gut, haut rein, Leute, und tschüss.